Diese Pflanze kann dir einen langsamen und grausamen Tod spendieren. Sie kann auch bei dir im Garten wachsen und ich verrate dir in diesem Video ein paar Dinge, die du unbedingt über diese Pflanze wissen solltest. Denn es könnte dein Leben retten. Das hier ist Conium maculatum, der gefleckte Schierling. Eine der giftigsten Pflanzen der Welt. Der gefleckte Schierling war ursprünglich in Europa, in Teilen Asiens und in Nordafrika verbreitet. Mittlerweile hat sich diese Pflanze auch in Amerika und in Australien sowie in Südafrika ausgebreitet. Man findet den gefleckten Schierling hauptsächlich auf Wiesen, auf Lichtungen und an Wald- und Wegesrändern. In der Antike wurde der Schierling verwendet, um Leute hinzurichten. Der bekannte Schierlingsbecher wurde Sokrates verabreicht, woraufhin dieser starb. Sokrates hätte auch fliehen können, weil seine Anhänger haben Wachen bestochen und so weiter. Aber Sokrates wollte das nicht. Sokrates hat es vorgezogen, einfach dort zu bleiben und die Suppe runterzukippen. Und dann hat er noch seine Anhänger dazu ermahnt, dass sie auch in der Stunde seines Todes Fassung bewahren sollen und einen starken Geist bewahren sollen. In der Pflanze ist ein ganzer Haufen von verschiedenen toxischen Substanzen enthalten. Eine dieser Substanzen ist das sogenannte Konin. Konin schmeckt brennend scharf und sein Geruch erinnert an Urin. Kleiner Funfact nebenbei: Fleischfressende Pflanzen nutzen ebenfalls dieses Konin, um Insekten zu betäuben und sie dann zu fressen. Diese Sarazenia zum Beispiel produziert süßen Nektar, der die Insekten anlockt. Das Konin befindet sich im Nektar. Das Insekt schlürft den Nektar, wird aber durch die Wirkung des Konins benebelt und verliert allmählich sein Gleichgewicht und dann stürzt es in den Trichter. Und dort wird es bei lebendigem Leib verdaut. Ich liebe die Natur. Schaut euch das an, wie vielfältig. Insekten werden bei lebendigem Leib verdaut. Dem anderen wird der Kopf weggefressen, während er noch rumrennt. Ich hätte keinen Bock darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch bei den Menschen greift das Toxin das Nervensystem an. Es bringt die Nervenzellen dazu, zuerst mal Signale zu verschicken und verursacht danach eine Lähmung. Das Resultat ist, dass du zuerst Muskelkrämpfe bekommst. Zugleich wird dir schlecht und mit der Zeit wirst du Bewegungsstörungen bekommen. Sprechen wird dir in dieser Situation übrigens auch nicht mehr ganz so leicht fallen. Allmählich wird auch die Atemmuskulatur durch das Gift gelähmt und du erstickst bei vollem Bewusstsein. Das alles kann mehrere Stunden lang dauern und ist ein sehr grausamer und ekelhafter Tod. Sowas kann man aber verhindern, wenn man die Dinge weiß, die ich dir jetzt erzählen werde. Also gut aufpassen. Es gibt einige harmlose Pflanzen und sogar Pflanzen, die von uns gegessen werden, die aber mit dem gefährlichen Schierling verwechselt werden können. Ein Beispiel wäre die Petersilie, die regelmäßig auf unseren Esstisch landet. Schau dir mal die verblüffende Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Pflanzen an. Es ist deshalb sehr wichtig, dass du weißt, wie man einen gefleckten Schierling erkennt und wie man ihn von anderen harmlosen Pflanzen unterscheiden kann. Aber nicht nur das, es gibt noch weitere Dinge, die du zu dieser Pflanze wissen musst. Ein sehr wichtiges Erkennungsmerkmal des gefleckten Schierlings ist sein glatter und gefleckter Stängel. Wegen seinem gefleckten Stängel nennt man ihn auch den gefleckten Schierling. Es gibt aber auch gefleckte Schierlinge, die keinen gefleckten Stängel haben, aber trotzdem zur selben Art gehören. Das bedeutet also, dass man nicht einfach nur hergehen kann und sich den Stängel von dieser Pflanze anschauen kann und dass man dann einfach sagen kann, oh, diese Pflanze hat keinen gefleckten Stängel, also ist es auch kein gefleckter Schierling. Generell ist es wichtig zu wissen, dass Pflanzen oftmals sehr unterschiedlich aussehen können, auch wenn sie zur ein und derselben Art gehören. Dieser unterschiedliche Körperbau kommt dadurch zustande, dass es unterschiedliche Standortbedingungen gibt. Ein unterschiedliches Angebot an Nährstoffen, eine andere Sonneneinstrahlung. Da gibt es ganz viele Faktoren, die den Wuchs einer Pflanze beeinflussen können. So kann ein und dieselbe Art an einem Standort riesengroß werden und an anderen Standorten hat sie nur so einen kümmerlichen Wuchs. Zwei Pflanzen, die verschieden aussehen, aber zur selben Art gehören. So, jetzt haben wir genug vom Stängel geredet. Schauen wir uns mal die Blüten der Pflanzen an. Die Blüten der Petersilie haben einen gelblichen Ton, während sie beim Schierling komplett weiß sind. Wenn du die Blätter der Petersilie mit denen des Schierlings vergleichst, siehst du deutliche Unterschiede.
Bei der Petersilie sind die Blätter oft in solchen Dreiergruppen unterteilt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beim Schierling schauen die Blätter ein bisschen wie Federn aus und sind oft in Achtergruppen unterteilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ganz vorne sind sie verwachsen. Petersilie riecht relativ gut, ein Schierling riecht nicht gut. Der Geruch vom Saft des Schierlings erinnert an Urin. Und das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Erkennungsmerkmale dieser Pflanze. Sie riecht nach Pisse. Diesen Saft solltest du auch nicht auf deine Haut bekommen, denn die Toxine können auch über die Haut aufgenommen werden und zu Verbrennungen bzw. Vergiftungen auf der Haut führen. Eine noch viel giftigere Pflanze Europas ist der blaue Eisenhut. Wenn du wissen willst, wie man diese Pflanze nutzen kann und was du aber auf keinen Fall tun darfst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!